Hallo und herzlich willkommen zur Four Strings Video Bass Lesson Nummer 5. Ja, ein neues Jahr hat begonnen. Ich hoffe, ihr seid gut nach 2016 reingerutscht. Und ein neues Jahr bedeutet ja auch immer, gute Vorsätze zu haben. Und bassistisch habe ich da einen Vorschlag für euch. Wie wäre es denn mal mit Noten lesen lernen? Ja, ich weiß, viele haben schon gesagt, ja, immer schon mal, ja, wollte ich schon immer machen, aber irgendwie hat es immer nicht geklappt. Und ja, viele sind auch vorbelastet. In der Schule ist das irgendwie so mit der Beißzange angefasst worden. Und ja, dann hat man auch überhaupt keinen Bock mehr auf Noten lesen lernen. Kann ich alles verstehen. Aber ich zeige euch hier meine ultimative Methode, das Notenlesen zu lernen. Und ihr werdet sehen, das ist so einfach, dass ihr euch fragt, warum habe ich das nicht schon längst getan? Ja, fangen wir doch einfach damit an. Wir haben schon im Teil Griffbrettkenntnis gesprochen über das musikalische Alphabet. Auch das ist für uns natürlich hier die Ausgangsposition fürs Notenlesen lernen. Musikalisches Alphabet, also A, B, C, D, E, F, G. Und dann fängt alles wieder von vorne an, dann kommt wieder das A. So, wenn wir das jetzt in Noten darstellen wollen, dann haben wir Folgendes. Das Notensystem besteht aus 5 Linien. Fünf Linien und dann, da wir ja Bass spielen, haben wir hier vorne ein Zeichen, das nennt sich Bassschlüssel. Das sieht so aus. Ja, es gibt natürlich den Violinschlüssel, den habt ihr sicher in der Schule gelernt. Wir beschäftigen uns mit dem Bassschlüssel und ihr werdet sehen, der Bassschlüssel ist noch viel einfacher als der Violinschlüssel. Nun, wir haben hier diese 7 verschiedenen Buchstaben und diese 7 verschiedenen Buchstaben repräsentieren Töne und damit auch Tonhöhen vor allen Dingen. Und jetzt ist es so, dieses Notensystem ist so aufgebaut, dass man Tonhöhen direkt sehen kann. Das heißt, wir haben hier tiefe Töne und hier oben hohe Töne. Ja? So, und wenn ich jetzt diese Noten da eintrage, dann ist das total easy, weil ich fange hier quasi mit A an, im untersten Zwischenraum. Und dann werden die Noten eingetragen, immer Zwischenraum und dann auf die Linie, dann wieder Zwischenraum, wieder auf die Linie, Zwischenraum, auf die Linie, Zwischenraum und auf die Linie. Und damit seht ihr, diese Töne werden immer höher. Das heißt, wir haben ja hier wieder ein A, aber dieses A ist höher als dieses A. Und man sagt, dieses A ist eine Oktave höher. Oktave deswegen, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Octavius ist das lateinische Wort für der Achte. Ja? Also hier haben wir eine wunderbare Abbildung, wie denn die Töne in ihrer Höhe dargestellt werden. Nun, das Hauptproblem ist jetzt ganz oft, dass wir das ja jetzt auf unser Griffbrett übertragen müssen. Das heißt, ich male hier mal ein Griffbrett, also 4 Saiten. E, A, D, G. Und Buchbünde, ja, machen wir das ruhig mal richtig lang hier. So, dritter Bund. Fünfter Bund. Siebter Bund. Neunter Bund. Und dann haben wir hier hinten den 12. Bund. Also unser Griffbrett. Im Teil über die Griffbrettkenntnis hatte ich das auch schon mal aufgeschrieben. Das heißt, wir wissen, wie auf dem Griffbrett tief und hoch aussieht. Nämlich hier haben wir tiefe Töne. Ja, und je weiter wir nach oben auf dem Griffbrett gehen, haben wir hohe Töne. So, und wenn ich das jetzt in Relation setze, ja, dann nehmen wir die A-Seite für unser musikalisches Alphabet. Dann habe ich hier meinen tiefen Ton A. Und dann geht es halt
Stück für Stück rauf auf dem Griffbrett. Bis ich schließlich in der Oktave angekommen bin und das ist dann im 12. Bund hier hinten, also tief und hoch. Jetzt ist unser Griffbrett, und das ist der entscheidende Unterschied zu irgendwelchen Tasteninstrumenten zum Beispiel, ist unser Griffbrett so aufgebaut, dass die Töne nicht nur einmal vorhanden sind, sondern mehrfach. Das heißt, wir haben eine andere Ebene. Wir haben nämlich auch hier die Ebene tief und hoch, denn ich habe hier dicke Saiten, tiefe Töne und hier die höheren Saiten und damit hohe Töne. Und deswegen ist es so, dass wir praktikablerweise die Töne nicht entlang des ganzen Griffbretts spielen, sondern versuchen, in einem Bereich des Griffbretts zu bleiben und müssen deswegen gucken, dass wir hier diese Übertragung richtig machen. Das heißt, ich habe A, B, C auf der A-Seite, dann komme ich zu meinem D, ja, und da springe ich, statt hier im fünften Bund zu spielen, jetzt mal auf die nächste Leerseite, D, und dann geht es dort wieder in der Richtung aufwärts. Ja? Also habe ich hier mein E, hier mein F, ja? Und das ist schon mal ganz gut, weil das ganz ähnlich aussieht. Und dann komme ich ja hier wieder auf mein G theoretisch. Auch das übertrage ich auf die nächste Leerseite und habe noch G und A, sodass wir dieses Muster hier, upsa, jetzt in einem Bereich haben. Also unser Alphabet A bis A in diesem Bereich gespielt und das sind die Noten. Und das ist ja der große Unterschied zu Tabs, dass im Notensystem nicht unbedingt festgelegt ist, wo ich die Töne spiele. Ich finde das sehr hilfreich, denn die Fingersätze für irgendwelche Songs sind doch sehr individuell und viele Leute würden sagen, ja, so wie du das spielst, würde ich das nicht spielen, ich würde das so spielen. Und das finde ich gut, dass jeder individuell entscheiden kann, wo greife ich die Töne. Also das Notensystem gibt einem das nicht vor. Also hier die Übertragung, hier meine Noten, hier mein Griffbrett und jetzt wollen wir ein paar Übungen machen, beziehungsweise mir fehlt noch was, genau, uns fehlt noch was. Und zwar haben wir beim Notensystem natürlich die tolle Eigenschaft, dass ich zwei Sachen gleichzeitig darstellen kann, nämlich die Höhe der Töne, die einfach dadurch entsteht, je weiter oben ich die Töne notiere im Notensystem, umso höher erklingen sie auch. Und gleichzeitig kann ich aber noch die Länge der Töne darstellen über die bestimmten Notensymbole. Man schreibt natürlich nicht die Buchstaben ins Notensystem rein, sondern wir haben bestimmte Symbole. Ich möchte jetzt hier nur drei erwähnen. Im Teil über Rhythmik haben wir da auch schon drüber gesprochen. Und zwar haben wir einmal dieses Zeichen, das wäre einfach die ganze Note, also ein hohler Kreis. Ja. Dann haben wir die halbe Note, das ist ein hohler Kreis mit einem Strich. Und dann noch die Viertelnote, die ein ausgefüllter Kreis mit einem Fähnchen und Strich ist. Diese drei Zeichen reichen uns für diese Einheit hier, um den Einstieg ins Notenlesen zu machen. Also, ganze Note entspricht damit vier Zählzeiten, vier Beats im Viervierteltakt. Halbe Note entspricht zwei Beats, zwei Zählzeiten. Und die Viertelnote entspricht dem Beat an sich. Das heißt, vier Viertelnoten passen in einen Viervierteltakt. So, das sind so die Grundlagen. Mehr brauchen wir am Anfang nicht. Und jetzt will ich euch erklären und erzählen, wie ihr diese Dinge üben könnt.
Und dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Man muss unterscheiden zwischen Notenlesen und Notenbuchstabieren, sage ich immer dazu. Und zwar ist es so, vergleicht das Ganze mal mit dem Lesen und dem Lesenlernen. Wenn ich als Penela, als Sechsjähriger in die Schule komme, dann lerne ich als erstes mal die Buchstaben kennen. Das ist so ähnlich hier auch. Wir haben die Buchstaben, die wir kennenlernen und die wir erstmal in Ziffern lernen. Aber das hat mit Lesen noch nichts zu tun. Viele, die sagen, naja, ich kann ein bisschen Noten lesen, sind in diesem Stadium stehen geblieben. Die können nur die Buchstaben identifizieren und das hat wirklich nichts mit Lesen zu tun. Lesen bedeutet erst, dass ich mehrere Buchstaben hintereinander in einen sinnvollen Zusammenhang bringe. Also, sagen wir mal, so wie Silben und Wörter zu bilden. Das sind zwei Aspekte, die wir nacheinander angehen werden. Wir werden erstmal lernen, die Buchstaben zu identifizieren. Das sind unsere Eingangsübungen. Und dann werden wir lernen, wirklich am Stück mehrere Noten hintereinander zu identifizieren, also wie so ein Wort zu lesen. Und erst dann kann ich sagen, dass ich Noten lesen kann. Alles andere wäre Noten buchstabieren. Okay, also fangen wir an mit der ersten Übung. In dieser ersten Übung wollen wir nun lernen, die Bewegungsrichtung im Notensystem richtig aufs Griffbrett zu übertragen. Ich habe hier jetzt mal eine Übung hingemalt. Ja, verzeiht meine grafischen Fähigkeiten, die sind nicht so ausgeprägt. Aber ich denke, man kann sehen, worum es mir geht. Und zwar habe ich hier Noten aufgeschrieben. Und jetzt erinnern wir uns vielleicht einfach mal, das sollen ausgefüllte Noten sein. Das heißt, es sind Viertelnoten. Und Viertelnoten bedeutet in einem Viervierteltakt, dass ich vier davon habe, bevor ich einen Taktstrich setze wieder. Ja, also wir haben hier eine Viertongruppe. So, und jetzt versuche ich zu identifizieren, welche Buchstaben dahinter stecken. Ja. Und vielleicht erinnert ihr euch noch vorhin, ich habe angefangen mit einem A hier unten das aufzuzeichnen. Das ist relativ einfach. Ja, wir bezeichnen das einfach als Anfang, das A hier unten, die erste Note, die im Notensystem drin steckt. Und dann müssen wir eigentlich ja nur noch abzählen. Der Rest ist wirklich Kindergarten. Ja? Also, das heißt, die nächste Note ist dann B, dann haben wir C und schließlich D. Ja? Taktstrich, weil wir haben vier Noten. Dann geht es weiter, nach D kommt E, dann kommt F, G und am Ende sind wir wieder bei A. Das ist jetzt nicht so schwer gewesen, das alles zu identifizieren. Der Punkt beim Notenlesen ist ja jetzt das Übertragen auf das Griffbrett. Ja, und da habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass wir nicht einfach nur auf dem Griffbrett nach oben spielen. Das wäre vielleicht rein vom Übersetzen. Einfach spieltechnisch wäre es blöd. Ja. Deswegen benutzen wir immer zwei Ebenen. Die Ebene tief hoch in der horizontalen Richtung auf dem Griffbrett und die Ebene tief hoch in der vertikalen Richtung. Ja. Das ist das, was den meisten Leuten Schwierigkeiten macht. Und deswegen üben wir das jetzt einfach mal schon mal so. Wenn ich mit der A-Seite anfange, dann habe ich A als Leerseite. Ja, das heißt, ich kann mir da auch schon mal so ein bisschen helfen, indem ich mir fingersatztechnisch eine 0 hinschreibe, also 0 für Leerseite. Dann kommt das B als nächster Ton auf der A-Seite. Das greife ich jetzt mit dem ersten Finger. Es ist nämlich ganz wichtig beim Notenlesen lernen, dass ich mir zunächst einen festen Fingersatz vornehme, den ich dann auch konsequent durchhalte. Ja? Denn letztendlich
merken sich, so komisch das jetzt auch klingen mag, die Finger die Töne. Ja? Und deswegen wichtig, einen festen Fingersatz, den wir jetzt mal beschreiben. Der gilt dann für alle Übungen, die wir heute noch machen werden. Dann nach dem B kommt das C. Jetzt weiß ich eventuell oder hoffentlich noch aus meinem Griffbrettkenntniskurs, dass zwischen B und C ein Halbton liegt und diese beiden Töne ja direkt nebeneinander liegen. So, und dann habe ich halt A, B, C. Und jetzt kommt mein erster Bruch in der Reihe. Ja, ich wechsle auf die nächste Seite und spiele das D wiederum als Leerseite. So, die Leerseiten sind sowieso etwas, was ich mir vielleicht schon mal so nebenher noch extra einpräge. Deswegen werde ich die vielleicht mal hier, ja, nehmen wir mal eine grüne Farbe. Nee, das sieht man nicht. Blau, vielleicht ist Blau besser. Also die Leerseiten. Natürlich gilt das jetzt nur für diese spezielle Übung, aber wir müssen irgendwo einen Anfang finden, ja, und werden dann so nach und nach erst auf dem Griffbrett nach oben fortschreiten. Ja, wir bleiben also erstmal in der untersten Lage. Und da arbeiten wir mit den Leerseiten. A ist jetzt leer, D ist eine Leerseite. So, dann Taktwechsel. Kommen wir zum E. Ich bin jetzt auf der D-Seite. Ja, ich kann mir ja so immer klar machen, das ist die A-Seite. Und jetzt kommt die D-Seite. Dann ist das E im zweiten Bund, ja, dieser Ton. Und das F im dritten Bund, ja, wieder Halbtonschritt. Ne? Erinnert euch. Und dann komme ich schon wieder zur nächsten Leerseite. Das ist das G. Das heißt, hier haben wir die D-Seite abgedeckt und dann haben wir G und noch schließlich das A, noch im zweiten Bund auf der G-Seite, haben wir also hier diese zwei Töne auf der G-Seite. So, so als Eselsbrücken für diese drei Leerseitentöne kann ich mir halt Folgendes merken: Das A ist der Anfang, das D befindet sich auf der mittleren Linie, 1, 2, 3, 4, 5 Linien, die mittlere Linie, da merke ich mir einfach Englisch, middle, ja, D, middle, und das G befindet sich hier im obersten Fach, sozusagen im obersten Zwischenraum, und da merke ich mir einfach ganz oben. Ja? Das sind so ein paar Eselsbrücken, aber das Wichtigste, was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir uns klar werden, wie dann diese Aufwärtsbewegung hier auf dem Griffbrett dann aussieht. Dazu immer bei allen Übungen empfehle ich das ja, nehmen wir uns einen Drumtrack hier in ganz langsamen und spielen einfach mal rauf und runter und verfolgen dabei die Noten. Ja? Das heißt, ich muss mir jetzt gar nicht so unbedingt über jeden Ton klar sein, wie er heißt. Ja, das ist gar nicht nötig, sondern ich gehe einfach jetzt nach der Richtung, in die es geht, und meine Töne sind festgelegt. Das heißt, ich habe gar nicht viel Möglichkeiten. Ja. Also, wenn ich das mache, vielleicht machen wir es am Anfang noch mal ein bisschen langsamer in halben Noten. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, F, G, A und wieder rückwärts.
haltet die Richtung bei. Das ist der erste Step. Da müsst ihr das noch gar nicht so genau wissen. Das kommt alles. Ja, beobachtet euer Notenblatt und versucht euch nur klar zu werden, bei welchem Notenzeichen ihr seid, wenn ihr einen bestimmten Ton greift. Jawohl. So, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die eigentlich nie erklärt wird. Es ist folgendermaßen, man muss ein bisschen darauf eingehen, wie das Gehirn funktioniert. Ja? Und es sind zwei verschiedene Gehirnareale, die beim Notenlesen eine Rolle spielen. Und je nachdem, was ich tue, brauche ich entweder das eine Gehirnareal oder das andere. Wenn ich nämlich hingehe und sehe Notenzeichen und möchte jetzt den Namen für das Notenzeichen herausfinden oder identifizieren, dann macht das mein Großhirn. Das Großhirn speichert solche Informationen ab und legt das in Schubladen. Ja? Dieses Zeichen ist ein A, dieses Zeichen ist ein B und so weiter. Ja? Das kann man sich vorstellen wie so eine Tabelle, in der man dann nachschlägt und dann sieht, welches Zeichen welchem Buchstaben entspricht. Das ist eine Sache. Wenn ich aber spiele, ja, das heißt, ich habe einen Drumtrack oder auch ein Stück und habe Noten vor mir und spiele wirklich vom Blatt, dann brauche ich das Großhirn nicht. Das klingt jetzt komisch, ja, aber ich brauche das Großhirn nicht, denn es kommt ein viel älterer Gehirnteil zum Tragen, nämlich einfache Zeichenerkennung. Das heißt, wir Menschen sind visuell und wir sind immer schon darauf programmiert worden, bestimmte Zeichen zu erkennen und darauf fast wie mit einem Reflex zu antworten oder zu reagieren. Das heißt, ich sehe das Zeichen und letztendlich reagiert mein Körper, indem er die leere A-Seite spielt. Und wenn ich das B spielen will, zuckt der Zeigefinger der Greifhand und greift dahin, ohne dass ich vorher überlegen muss, das ist ja ein B. Ja, das ist ein Schritt zu viel und solange ihr diesen Schritt macht, werdet ihr beim Notenlesen auch immer zu langsam sein. Diese Zeichenerkennung passiert hauptsächlich im Kleinhirn auch oder funktioniert über den Weg des Kleinhirns und das Kleinhirn koordiniert eure Bewegungen. Und nichts anderes muss ich machen. Ich muss ein Zeichen sehen und es muss eine Bewegung darauf erzeugt werden. Ja? Und diese Bewegung besteht in der Greifhand. Ja? Welcher Finger muss wohin greifen? Ja? Und deswegen ist es in vielen Übungen, die ich euch vorstellen werde und die auch in meinem Kurs, es gibt ja einen extra Lessons to Go Kurs über das Sight Reading, also wirklich das Blattlesen. In diesem Kurs sind viele Übungen relativ schnell und viele Leute fragen mich immer, warum sind die so schnell? Ich komme gar nicht hinterher. Ja, es liegt eben daran, um zu vermeiden, dass ihr diesen Umweg über das Großhirn geht. Weil dann müsst ihr erst den Namen raussuchen, A ist ein A, und dann kommt diese Information A ans Kleinhirn und das Kleinhirn bewegt dann wieder den Finger. Wir wollen diesen Schritt über das Großhirn weglassen und gleich das Zeichen sehen und den entsprechenden Finger bewegen. Ja? Das ist der Grund dafür, warum manche Übungen relativ schnell sind. Wir wollen heute relativ langsam anfangen, aber wenn ihr dann weitermacht, ist es wirklich wichtig, dass ihr euch ruhig traut, ruhig mal schnell zu spielen, ruhig mal auch Fehler machen, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Wir müssen einen Reflex trainieren. So, also, jetzt geht es halt hauptsächlich noch darum, einfach uns klar zu werden, wie ist denn die Richtung, ja, rauf und runter. Und dazu gibt es jetzt eine spezielle Übungseinheit, die jetzt immer nur mit Vierergruppen
agiert, ja, wie wir hier auch haben, nur dass ich jetzt diese Vierergruppen von verschiedenen Anfangstönen spiele. Ja? Also mal vom A aus oder vom B aus. Und das bedeutet, ich muss mir eigentlich immer nur Gedanken über den Anfangston machen. Ja? Und dann spiele ich vier Töne in Folge in einer Richtung erstmal. Ja? Also A, ja, hintereinander. Und wenn ich vom B anfange, ja, und das Ganze kann ich natürlich auch rückwärts machen. Ja, ich fange von dem hohen A an oder ich fange vom F an und spiele rückwärts. Ja, das sind Übungen, die nur linear sind, die keine Sprünge enthalten, sondern immer nur vier Töne in Folge haben. Aufwärts und abwärts. Hier kommt die Übung, probiert es mal. So, in der folgenden Übung wollen wir uns Folgendes klar machen. Und zwar ist es aus meiner Erfahrung ganz wichtig und praktisch, dass man sich von Anfang an versucht einzuprägen, welche Töne denn zwischen und welche auf den Linien sind. Ja? Wir fangen mal an hier mit Tönen zwischen den Linien. Ja. Ich habe jetzt mal halbe Noten gewählt. Ja. Das heißt, wir haben nur zwei Noten pro Takt. Es ist immer noch ein Viervierteltakt. Wo ist denn meine Kreide da? Das heißt, da haben wir dann zwei halbe drin. Und aus unserem musikalischen Alphabet sind das jetzt die Noten, die zwischen den Linien sich befinden, und jetzt versuchen wir, die zu identifizieren, einfach wieder durch Abzählen, ganz einfach. Das erste wissen wir hoffentlich jetzt, das ist das A wie Anfang, die erste Note, die innerhalb des Notensystems liegt. So, jetzt käme dazwischen A, nach A kommt B, ja, ich deute die hier mal so als kleine Note in Klammern an,
Das B haben wir hier dazwischen, das ist die Note auf der Linie. Danach kommt C, ja, wieder eine Note zwischen den Linien. Dann nach dem C im Alphabet kommt das D, das haben wir hier. Ja. Und nach dem D kommt das E, also wieder zwischen den Linien ein E. Dann nach dem E kommt das F, das ist wieder auf der Linie. Und hier haben wir noch nach dem F das G. Ja, also die Noten zu identifizieren, also Noten buchstabieren, können wir jetzt mittlerweile, ist relativ einfach abzählen. Eine kleine Bemerkung noch. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich hier im ersten Takt die Taktstriche nach oben gemacht habe und hier die Taktstriche, die Fähnchen der Noten nach oben gemacht habe und hier die Fähnchen nach unten gemacht habe. Das ist einfach, damit, wenn mehrere Notensysteme übereinander stehen, die Fähnchen nicht irgendwie kreuz und quer ineinander ragen, hat man sich darauf geeinigt, dass man ab der Mittellinie, also ab dem D, die Fähnchen nach unten macht, damit sie hier nicht oben aus dem System herausragen. Ja? Unterhalb der Mittellinie Fähnchen nach oben und oberhalb der Mittellinie Fähnchen nach unten. Gut, also wir haben die Töne A, C, E und G als Töne zwischen den Linien identifiziert. Und mit diesen Tönen wollen wir jetzt die nächste Übung machen. Und in dieser nächsten Übung haben wir ein kleines Playback, zu dem wir dazu spielen. Und da kommt schon der nächste Tipp, ja, Playback-mäßig. Wenn ich ein Playback habe, dann habe ich ja ganz oft auch Akkordsymbole über dem Playback stehen. Und wir haben jetzt hier ein Playback, das aus vier Takten besteht, die sich immer wiederholen. Der erste Takt ist mit dem Akkord A-Moll überschrieben, der zweite Takt C, der dritte Takt E-Moll und der vierte Takt G. Jetzt ist es so, dass erfahrungsgemäß ganz oft, also sagen wir mal in fast 90% der Fälle, der erste Ton in einem Takt für uns Bassisten, ja, der Grundton des jeweiligen Akkordes ist. Das heißt, bei A-Moll kann ich davon ausgehen, in 90% der Fälle, dass ich auch ein A auf die 1 des Taktes spiele. Bei C würde ich dann ein C spielen, bei E ein E, bei E-Moll ein E und bei G-Dur wieder ein G. Das hilft mir beim Notenlesen natürlich auch. Ja? Damit kann ich relativ schnell mal gucken, was ist denn das Akkordsymbol. Und dann sehe ich schon, kann das sein, dass das ein A ist oder nicht. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass ihr nicht anfangt, jede Note einzeln zu lesen, sondern diese ganzen Abkürzungen, die müssen wir trainieren. Und dann klappt das auch, dass man wirklich flüssig vom Blatt spielen kann. Ja? Wenn ich eine Zeitung lese, kann ich auch nicht anfangen, jedes Wort zu buchstabieren. Dann wird das nichts. Ja? Also ganz wichtig beim Notenlesen lernen gleich diese ganzen Abkürzungen. Richtung lesen, geht's rauf, geht's runter. Oder hier in diesem Fall gucken, sind es Töne innerhalb oder zwischen zwei Linien oder sind es Töne auf den Linien. Ja. Und Akkordsymbole mit einbeziehen. Also es sind ganz viele diese verschiedenen Dinge, die dazu führen, dass man nachher wirklich flüssig lesen kann. Es ist nicht einzelnes Buchstabieren. Gut, diese Übung kommt jetzt als nächstes. Versucht sie mitzuspielen. Und anfangs spielen wir tatsächlich nur die Töne, die jetzt zwischen den Linien sind. Ja, also man muss dann immer gucken, was kommt denn hier noch für einen Ton in der nächsten Hälfte des Taktes. Und dann fangen wir an, diese Töne auf den Linien noch mit einzubeziehen. Da ist es dann wieder so, dass ich gucken muss,
Wie ist die Richtung? Geht es rauf oder runter von einem Ton, der zwischen den Linien ist? Runter oder rauf? Ja, das sind einfach Sachen, die ihr mit ein bisschen Übung, ja, ganz schnell rausbekommen habt. Und dann könnt ihr wirklich auch das Notenlesen flüssig praktizieren. Übungen waren immer noch in der Kategorie, wir lernen buchstabieren, ja, eingeordnet. Das heißt, man hat einfach die Töne hintereinander weg oder die Buchstaben hintereinander weggespielt und hat sich versucht, an die Symbole zu gewöhnen, an die Bewegungsrichtung zu gewöhnen und so weiter. Ja. Der wichtige Teil, der jetzt kommt, ist das eigentliche Side-Reading, also das Blattspielen, in denen wir natürlich all diese Konzepte, die wir jetzt vorher beim Buchstabieren erlernt haben, jetzt also in Time schnell anwenden müssen. Dazu benutzen wir immer kleine Gruppen von Tönen, also meistens nur so 3-4 Töne, nicht mehr. Und in diesem Fall sogar am Anfang mal auf die einzelnen Seiten bezogen. Also ich habe jetzt hier mal eine Übung aufgeschrieben, die sich nur auf die A-Seite bezieht. Und auf der A-Seite haben wir jetzt nur die Töne A, B und C gehabt. So, und was passiert jetzt, wenn ich diese Übungen spiele? Also ich sehe das Notensymbol und versuche sofort eine Aktion in der Greifhand oder auch Zupfhand natürlich zu erzeugen, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, wie der Ton heißt. Ja, der Anfangston, klar, der muss irgendwie klar sein, aber ab dann, ja, ab dem Anfangston, der jetzt hier mal wieder unser schönes Anfangs-A ist, ab dann versuche ich nur noch vergleichend zu spielen. Das heißt, ich überlege, wo geht es hin? Geht es irgendwie nach oben oder geht es nach unten? In welche Richtung spiele ich? Ja? Und wir fangen hier an mit dem A. Ja? Und dann sehe ich schon, es geht nach oben und zwar nur einen Schritt nach oben. Also von einem Zwischenraumton zu einem Ton, der auf der Linie liegt. Ja? Und das bedeutet, ich spiele mit dem Zeigefinger zweiten Bund, das ist dann mein B, aber der Name, wie gesagt, tut nichts zur Sache, sondern ich habe gelernt, diese Struktur zu erkennen. Und dann geht es noch eins weiter und der nächste Ton, der dann kommt, wäre dann das C. Das heißt, ich habe jetzt so eine Art Silbe
die ich hier erkannt habe. Ja? Vielleicht noch kein ganzes Wort, aber eine Silbe, die aus diesen drei Tönen besteht, aus einer Aufwärtsbewegung. Ja? Und jetzt komme ich wieder runter, und zwar einen Schritt von diesem Ton, also wieder in Richtung tieferer Töne. Ja? Wichtig, dieses Umsetzen der Bewegungsrichtung vom Notenblatt auf das Griffbrett des Basses. Ja? Aufwärts und wieder zurück und noch eins zurück. Ja? Das heißt, ich bin dann wieder beim Anfangston angelangt, und das sind auch ganz wichtige Sachen, dass man das ein bisschen im Auge behält, welche Töne habe ich schon vorher gespielt, weil es gibt ja nicht unendlich viele Töne, und vor allen Dingen sind Stücke normalerweise in einer bestimmten Tonart geschrieben, das heißt, wir haben eigentlich nur 8 verschiedene Töne oder 7 verschiedene Töne, gut, dann mit den Oktaven, aber auch da springt man ja nicht dauernd hin und her zwischen den Oktaven. Das heißt, bei den normalen Stücken, die ich spiele, ist der Bereich relativ begrenzt. Ja? Das heißt, wenn ich mir ein paar Töne merke und dann nach der Richtung gehe, kann ich ganz schnell also auch die Noten identifizieren und auch in time vom Blatt spielen. Ja? So, wir sind jetzt hier unten angekommen, wieder bei dem A. So, und jetzt sehe ich, dass ich von einer Note im Zwischenraum zur nächsten Note im Zwischenraum springe. Ja, und das sind jetzt die neuen Erfahrungen für uns, die Sprünge zu machen. Ja, und das heißt, ich lasse einen der Töne weg, die ich hier normalerweise in meinem Pattern gespielt habe, bis jetzt in den Übungen. Das heißt, vom A direkt zum Mittelfinger. Ja, ich sage bewusst zum Mittelfinger, denn ich habe ein paar Mal schon betont, es ist wichtig, dass ihr das mit Fingersätzen in Verbindung bringt und gar nicht groß mit Tönen. Während ich vom Blatt spiele, kann ich euch gar nicht sagen, welchen Ton ich da spiele. Ich habe das völlig ausgeblendet, ja, weil ich brauche nur meine Konzentration auf die Bewegung, auf die Fingersätze und so weiter. Dann bin ich schnell genug. Ja. Also, ich habe hier diesen Sprung, und dann beobachte ich, dass jetzt wieder eine Stufe abwärts gespielt wird. Also komme ich zurück zum Zeigefinger, und dann zum Schluss habe ich wieder eine Stufe rauf hier und bin wieder da. So. Und das sind jetzt so ganz kleine Übungen mit 3 Tönen, die man so nach und nach auch erweitern kann auf 4, 5, 6 Töne. Das wird dann im Laufe des Workshops oder des Notenlesen-Kurses auch gemacht. Aber wichtig ist jetzt, dass ich auch hier wieder hingehe, mir einen Drumtrack anmache und einfach dazu spiele die Übung. Sicher bin mit dem Spielen, kann ich neue Fingersätze einführen. Ja? Das ist dann aber auch nicht mehr so dramatisch. Ja? Das heißt, hier mein Fingersatz 0, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 2. Davon gibt es mehrere Übungen, die ihr bekommt als PDF auch, und die mit Drumtrack bzw. auch mit Playalong zu spielen sind. Immer versuchen mitzuspielen, ja, so schnell wie möglich, und wenn ein Ton falsch ist, sich nicht ärgern und auch keine großen Gedanken machen. Meistens werden die Übungen ja öfter wiederholt, sodass du die Chance hast, im nächsten Durchgang deinen Fehler zu korrigieren. Ja? Also nicht abbrechen, weiterspielen ist auch ganz wichtig. Ja, auch wenn der Ton falsch ist, egal, versuchen bei jedem Durchgang, den man spielt, immer
weniger Fehler zu machen. Ja? Das war also die Einführung zum Notenlesen. Ich denke, mit dieser Methode werdet ihr in relativ kurzer Zeit auch zum Notenleser werden. Meine Schüler, und davon habe ich schon eine ganze Menge gehabt in den letzten 25 Jahren, die ich unterrichte, haben es alle gelernt. Ich habe nicht einen einzigen, der es nicht lernen konnte. Also davon gehe ich aus, dass ihr das auch hinkriegt. Wir werden das verfolgen. Dies ist jetzt die letzte Übung, die in den Basic-Teil unseres Übungsplans gehört, zumindest jetzt für den Anfängerkurs oder für den Einsteigerkurs. Das heißt, wir haben jetzt Rhythmik gemacht, wir haben Griffbrettkenntnis gemacht, wir haben Fingerübungen gemacht und jetzt noch Notenlesen. Das sind die vier Basics, die ich am Anfang erstmal empfehle, im Übungsplan zu machen. Und jetzt ab der nächsten Folge, also ab nächster Woche, steigen wir richtig ein in den Kurs. Ja, der wird dann nicht mehr frei sein. Der wird eine kleine Gebühr kosten, die ihr dann per PayPal bezahlen könnt und wo ihr euch den Kurs runterladen könnt. Aber wenn ihr Bock habt, weiter zu verfolgen, was ich so anzubieten habe im Unterricht, dann schaut mal rein. Es wird eine kleine Vorschau natürlich geben, damit ihr wisst, worum es geht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns da auch wiedersehen, zumindest virtuell. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann bitte schreibt mir oder kommentiert unter dem Video. Egal wie, nehmt Kontakt mit mir auf. Ich beantworte sehr gerne eure Fragen und ich lerne ja auch immer wieder dazu, was braucht ihr für Anregungen, für Tipps. Also immer gerne nehmt Kontakt mit mir auf und dann wünsche ich euch alles Beste für 2016 und bis bald.